Guten Morgen, es ist Montag, der 26. Juli 2021. Heute ist das Finale meiner kleinen Sommerdiätkur. Was hat mir eine Woche Diät gebracht? Zuerst einmal möchte ich euch einen kleinen Gesichtsvergleich zeigen. Hier ist das Bild, so habe ich letzte Woche ausgesehen, einen Tag bevor ich gestartet habe. Und so sehe ich heute aus. Seht ihr einen Unterschied? Mir geht es auf jeden Fall sehr viel besser. Die Waage hat heute das Gewicht von 117,5 Kilo ausgespuckt. Das bedeutet, dass ich in dieser einen Woche meiner Sommer-Saftkur-Diät 4,2 Kilo abgenommen habe. Davon mag nicht alles Fett sein, aber die Tendenz von meinem Gewicht ist, finde ich, super. Also hier gibt nichts zu bemängeln, außer vielleicht, dass die anderen Daten, mein Wasserhaushalt und mein Fettanteil, schwankt von Tag zu Tag doch schon enorm. Ich weiß nicht, ob das die Waage nicht richtig auf die Kette bringt. Es ist halt eine Body-Index-Waage, die über Elektroströmung, die durch den Körper geht, wir drücken die Waage halt, misst. Ehrlich gesagt möchte ich aber diesen Werten auch nicht so viel Bedeutung zumessen, denn es geht nicht um Werte hier. Es geht nicht darum, ob ich jetzt exakt 117,5 wiege oder ob ich irgendwie am Tag mehr als 1000 Kalorien Sport mache. Darum geht es hier nicht. Zahlen sind nur etwas, um zu protokollieren, was du gemacht hast, um auch einen ungefähren Messwert zu haben von deiner Leistung. Aber sie sind kein Orden oder etwas, was du stolz vor dir herhalten kannst und sagen, hier, schau, das habe ich geschafft. Den Fehler habe ich früher gemacht, den mache ich heute nicht mehr. Diese ganzen Werte sind mir eigentlich nicht so wichtig wie mein Körpergefühl. Und dazu kommen wir jetzt. Mein Körpergefühl ist super. Ich fühle mich sehr gesund. Ich fühle mich, als ob ich gerade eine Woche Urlaub gemacht hätte. Ich bin fit, stark. Die Energie hat auf jeden Fall zugenommen. Ich mache gerade sehr gerne Sport, was im Januar noch unglaublich gewesen ist. Auch mental habe ich mich sehr gut in den Griff bekommen. Diese Videos, die ich täglich gemacht habe, waren auch ein mentales Training für mich gewesen. Denn hier geht es darum, dass ich möglichst ohne das Video schneiden zu müssen, euch erzählen kann, was ich getan habe. Und dazu muss ich konzentriert bleiben. Jeder kleine Sprachfehler, den ich mache, ist ja, Minuspunkt, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich die letzten Tage beschlossen, meine Videos möglichst ungeschnitten herauszubringen und alles in einem Take zu machen, ohne dabei irgendwie Aussetzer zu haben oder so. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich bin da jeden Tag besser geworden, was auch dann gezeigt hat, wie meine Fokussierung zunimmt. Also war auch eine Messlatte im Endeffekt, die mich auch etwas mehr trainiert hat. Das war das Mentale. Kommen wir mal zu der Ernährung. Ich habe gestern eigentlich sehr wenig gegessen, besser gesagt getrunken. Das hat mir selber ein bisschen gewundert, weil ich hatte interessanterweise so gut wie keinen Hunger. Fragt mich nicht, was da los war. Auf jeden Fall, Moment, nehmen wir mal die Werte genau. Habe ich mittags gerade mal 245 Kalorien zu mir genommen. Das waren 500 Milliliter Apfelsaft und es war 500 Milliliter Hühnerbrühe. Abends habe ich meinen geliebten Gemüsesaft gemacht, scharf gewürzt. 342 Kalorien, kommen wir insgesamt auf 587 Kalorien, die ich gestern an Kalorien aufgenommen habe. Dagegen habe ich wieder über 1000 Kalorien an Sport verbraten, 1080. Ab 75 Minuten trainiert. Davon waren 3,2 Kilometer Jogging morgens und nachmittags habe ich noch 45 Minuten Hardcore mit der Virtual Reality Brille meinen Puls nach oben getrieben mit Sportspielen. Das waren dann auch nochmal 415 Kalorien. Oh Mann. Schärfer sehen kann ich nicht nach dieser Kurwoche, leider. 415 Kalorien, ja, perfekt. Ich habe jeden Tag in dieser Woche den Mindestsport gemacht, den ich mir vorgenommen habe. Das war 30 Minuten, die ich jeden Tag machen wollte. Das habe ich jedes Mal überschritten. Ich habe mir gesagt, ich möchte 600 Kalorien Sport
am Tag machen, also verbraten beim Sport. Messwert ist diese Uhr hier jedes Mal. Auch wenn die Werte nicht stimmen, ist es trotzdem eine Konstante für mich, da es ja immer vom gleichen Gerät gemessen wird und sie misst auch immer den gleichen Sport. Wenn diese Uhr nun übertreibt, ist das nicht mein Problem, denn ich kann trotzdem anhand der Daten sehen, was ich gerade gemacht habe an Sport, wie viel. Und das ist das, was ich brauche, um zu sehen, welchen Progress mache ich. Ich brauche nicht irgendwie auch hier einen hohen Messwert, dass ich am Tage wie Höchstleistungssportler 1000 Kalorien verbrauche an Sport. Das ist mir sowas von unwichtig. Wenn es nur 200 sind, ist es nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass ich sehe, ich bewege mich und jeden Tag kommt ein bisschen mehr an Kalorien dazu, die ich verbrauche. Was heißt, dass ich meinen Sport verbessere? Denn die Uhr misst ja nicht nur einfach so auf Verdacht, sondern die geht ja auch nach meinem Puls, die kann meinen Puls messen. Und dieser Puls, denke ich mal, ist ein sehr guter Indikator dafür, wie viel ich verbrauche. Denn geht er sehr hoch, verbrauche ich sehr viel. Das war am Anfang des Jahres der Fall gewesen. Da ist der Puls regelmäßig über 160 gewandert, was bei meiner voluminösen Körperstatur auch kein Wunder gewesen ist. Jetzt wiege ich 117,5 und es ist sehr schwer, meinen Puls noch über 140 zu kriegen. Ja? Also ich kann wieder Sport machen und mein Körper zieht damit. Und die letzte Woche hat auch wieder da eine Verbesserung gezeigt. Ich habe es zum ersten Mal geschafft, jetzt regelmäßig über 3 Kilometer zu joggen. Vorher war mein Wert bei 2,5 Kilometer. Ich habe aber jetzt so viel, wie es ging, letzte Woche gejoggt und es hat sich verbessert. Ich kann mehr laufen und es tut nicht weh. Das ist cool. Ich habe Sportstudio, mache ich jetzt jedes Mal, wenn ich da bin. 2 bis 3 Mal die Woche möchte ich hingehen. 40 Minuten Körperkrafttraining. Und 20 Minuten noch auf dem Crosstrainer. 60 Minuten also. Es sind alles keine großen Sporteinheiten im Verhältnis zu dem, was andere Leute machen. Aber dafür mache ich sie regelmäßig. Und ihr seht, es funktioniert. Ich mache Fortschritte. Diese Fortschritte geschehen nicht von heute auf morgen. Das war ein schöner Traum, 217, Saftfasten, 120 Tage, 42 Kilo. Super. Aber das ist fehlgeleitete Energie. Das, was ich hier mache, ist es, für immer schlank zu bleiben und mich körperlich, geistig zu trainieren, dieses Ziel auch immer beizubehalten, ohne mich damit quälen zu müssen, sondern damit Spaß zu haben. Und jetzt kommen wir zu dem, wie es hier weitergehen wird. Diese Woche ist um. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr mich da unterstützt habt und dabei gewesen seid in dieser einen Woche. Und einige von euch haben mir gefragt, wie wird es jetzt weitergehen, Tikwa? Die Wahrheit ist, es hat ja nie aufgehört. Das war mal eine Ausnahmewoche, wo ich mal ein bisschen mehr Gas gegeben habe. Aber im Grunde genommen läuft die Tikwa-Kur und die läuft jetzt schon seit 195 Tagen. Heute ist der 195. Tag meiner Tikwa-Kur, die im Januar gestartet hat. Und die wird auch noch weiterlaufen bis zum Jahresende, wie ich es euch versprochen habe. Nächste Woche werde ich trotzdem auch ein neues Konzept machen. Das heißt diesmal, ich werde mich mit Suppen ernähren und möchte nicht über 1200 Kalorien am Tag kommen, außer ich mache Sport für mindestens 600 Kalorien, Messwert die Uhr. Und dann darf ich mir 200 Kalorien dazugeben. Das heißt also ohne Sport 1200 Kalorien am Tag, mit Sport 1400. Damit reduziere ich meinen Kalorienhaushalt, den ich vorher bei 1600 und 2000 gehabt habe, um 400 Kalorien am Tag. Möchte auch hauptsächlich Suppen essen, also möglichst flüssig leben mit ein paar leckeren Sachen drin. Erlaubt sind Hähnchenfleisch, das kann in die Suppen rein. Und ansonsten Tiefkühlgemüse. Aber keine öligen, fettigen Sachen, auch keine Bohnen und so, gar nichts, was jetzt irgendwie Kalorien hat. Ich möchte die Kalorien möglichst runterhalten. Das Fastenbrechen heute werde ich mit einer Blumenkohl-Karottensuppe. Die werde ich in einem Suppenkocher machen und die hat 250 Kalorien maximal. Maximal, ich glaube, die hat sogar unter 200, ich muss es mal ausrechnen. Aber da sind ein halbes Kilo Blumenkohl drin, 200 Gramm Karotten und der Rest ist dann Hühnerbrühe. 20 Minuten gekocht, klein püriert, lecker, super, macht satt, sind 1,2 Liter heißes Essen, das du zu dir nimmst. Aber kalorientechnisch hat das Zeug überhaupt nichts. So wird es weitergehen. Ich werde aber jetzt keine täglichen Videos mehr davon machen,
Mein nächstes Video wird dann wahrscheinlich zum 200-Tage-Jubiläum meiner Tikva-Kur sein. Da möchte ich auch wieder euch alle herzlich einladen, dass ihr dabei seid. Bevor wir es vergessen übrigens, eure Glückszahl heute lautet 4. Es wird ein schöner Tag. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder dabei. Schreibt mir in die Comments, wie euch das jetzt gefallen hat, ob ihr mehr sehen wollt. Ihr habt mir schöne Vorschläge gemacht, was ich demnächst noch alles drehen kann. Die berücksichtige ich auch. Wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal, hoffe ich zumindest. Und ich werde jetzt weiter abspecken und euch von tollen neuen Erfolgen erzählen, wenn ich denn mein nächstes Video gedreht habe. Und da seid ihr wieder dabei, okay? Like dieses Video, kommentiert, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Helft mir dabei. Ja, abonniert mich. Und ansonsten wünsche ich euch einen großartigen Tag. Für heute bin ich raus. Tikva aus.